kommt hier links der Automat. Da soll ich aufdrücken, wenn ich dort dran komme. Alter. Okay. Ja, ich soll mir eine Karte ziehen hier. Bitte? Ich soll mir hier eine Karte ziehen. Ja, die Ticket kommt. Danke. Ich habe mir heute gesagt, so, ja, Tank war auch nicht voll, war bis 3/4 voll. Wir mussten 3/4 wieder hinstellen. Ist das bei im Kindergarten oder was? Soll ich das machen? Soll ich mit dem Schlauch mit raussaugen, bis 3/4 noch drin ist? Ist das bescheuert, das ey. Ich habe gestern einen Stundenlohn von 6,50 Euro gehabt. Ihr Arschlöcher da draußen. Wenn ihr seht, dass ein anderer Wagen überholt auf der Autobahn, am Überholen ist und schon in der Mitte der Straße, fuck you, in der Mitte der Straße steht, ne, dann kommt nicht angebreddert, sondern bremst ab. Was glaubt ihr denn, dass wir jetzt uns in Luft verflößen und wir da unten durch uns durchfahren können oder was? Ich halte an, steig aus, hast du zu der dummen Sau hin, ne? Und was macht der Penner, Alter? Fängt an zu beschleunigen, fährt aus der Schlange raus, fährt bei Rot rüber und verpisst sich. So, hier darf ich eigentlich nicht reinfahren, aber ich gönn's mir jetzt einfach mal. Aber bezahlen tun sie alle so gut wie nie pünktlich. Wann ist bei euch kaputt, verdammte Kacke, Alter? Wenn wir aber nicht kommen, dann heult er uns die Ohren voll. Bezahlt uns pünktlich und richtig. So, Hamburg werde ich noch heute fahren. Nächste Woche werde ich keine Vertretung mehr fahren, weil einmal ist es einfach mir zu viel. Ich komme zu nichts mehr, büromäßig oder so. 17, 18, 19, ich denke mal 19 Uhr bin ich dann zu Hause. Und dann waren es heute 14 Stunden. Moinsen, Montag ist es 6 Uhr. Ich bin auf dem Weg nach Hamburg mit dem neuen Wagen, was ich letztens erwähnte, im KW Nummer 15, der KW Flock Nummer 15. Ja, wenn ich jetzt mal so gucke, also als er kalt war, hat er schon 40 Liter auf 100 Kilometer genommen. Jetzt bin ich bei 17,9 und fahre durchschnittlich 90. Also, ich will gar nicht wissen, was die Spritschleuder erfrisst auf der Autobahn. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall heute Nachmittag noch sehr viel Gesprächsbedarf, egal. Wir werden noch quatschen müssen, weil da bleibt ja nichts hängen. Das ist ja voll für den Arsch. Wenn ich jetzt grob überlege und hoffe und schon weit mich rauslehne mit dem Tank, bleibt vielleicht ein 100er hängen, netto. Und nun kommt es an, wie lange fahre ich dafür? Also, wenn ich 8 Stunden fahre, dann ist das für mich schon, nee, funktioniert nicht. Ich bin ja kein Angestellter oder sowas. Man soll jetzt nicht heißen, weil ich Chef bin, muss ich mehr verdienen, aber Fakt ist, wenn ich jetzt mit anderen selber fahre, verdiene ich mehr dadurch. Ich kann mich jetzt hier nicht 8 Stunden auf den Bock setzen und nur 100 Euro verdienen. Wenn ich das andersrum mit anderen Sachen vielleicht in 6 Stunden auf 250, 300 Euro komme. Aber das funktioniert natürlich nicht. Da kann mir, denke mal, auch jeder das nachvollziehen. Aber ich mache das jetzt mal, ich teste das jetzt mal, weil wir sollen die Runde ja, wenn alles funktioniert, fest bekommen. Und bevor ich immer irgendwas weiter, also annehme und an meinen Fahrern weitergebe, fahre ich das selber, um zu gucken, stimmt das alles, was der Auftraggeber sagt, was schon mal nicht der Sachlage entspricht, ne? Waren ja noch hier ein Stopp und da ein Stopp und dann musst du das noch dahin und dann musst du noch zum Zoll, damit die Papiere unterschreiben, bla bla bla. Also bis jetzt sieht es nicht gut aus, dafür lassen wir lieber nehmen, die Runde. Und das heißt zwar mal, Geld stinkt nicht, aber für Unterwert müssen wir auch nicht fahren. Ab Start Durchschnittskilometer 50. 12 Kilometer gefahren, 15 Minuten unterwegs, 16,4 Liter. Das ist so heftig, ey. Nicht mal meiner mit der Ladebordwand frisst so viel. Naja, ich lasse mich überraschen. Ich werde erstmal tanken jetzt. Der ist jetzt auf halb leer oder halb voll. Das heißt, wenn ich jetzt, Rindpulver, muss ich mal 2 rechnen und dann weiß ich ja schon mal, wann in den Tank reinpasst. So, ich war jetzt tanken. Habe genau, warte,
44,1 Liter reingetankt. Das sind 53,23 Euro bei 1,206 Euro. Der Liter heißt, wenn der jetzt ein bisschen über halb voll hatte, wird da ungefähr 90 Liter haben. Ich würde auch gerne mal in die Papiere gucken, aber ja, habe ich mir gedacht, sieht aus wie eine Rümpelkammer. So wie das Auto so aus aktuell. Vielleicht ist es ja hier runter. Ah, warte mal. Ja, da ist es. Der sieht ja auch schon aus, der Brief. Man soll ja nicht lesen beim Autofahren, aber ich denke mal, ich kann mir das schon zutrauen. P2, was ist P2? Mit 135, aber 135 Liter Tank kann er Omi haben. Glaube ich nicht. Junge. Ach, drauf geschissen, der wird nur nicht für 90 Jahren. Punkt. Ich werde es jetzt zum Schluss sehen, wenn ich wieder da bin, tanke ich ja wieder rein. Oder voll. Und dann schaue ich mal insgesamt, was er jetzt gefressen hat. Gut, naja, dann werde ich erstmal jetzt nach Hamburg düsen. Oh, ich darf jetzt 120 fahren. Ich werde auch immer nur so fahren, wie die Tacho hier, also wie die Straßen dazulassen. Ne? Ich werde jetzt nicht langsamer fahren mit Absicht oder schneller fahren. Ich ziehe das heute durch, egal wie lange er dauert. Weil nur so kann ich unverfälscht sehen, ja, Daten halt erfassen. Ne? Und sagen, okay, der kostet mir so und so viel, der dauert so und so viel lange. Dann kann ich was ausrechnen. Wenn ich in Fahrraum sitzen muss, dann muss hier mehr Geld kommen. Das ist schon mal Fakt. Das ist Fakt, weil ohne Gewinn brauche ich ja nichts machen. Ne? Gut, dann sehen wir uns im ersten Stopp in Norderstedt wieder und bis nachher. So, jetzt bin ich am ersten Standort zum Ausladen. Ich habe jetzt 272 Kilometer auf der Uhr, 14,5 Liter verbraucht. 3 Stunden, 9 Minuten. Ich habe mir einmal, naja, nicht verfahren. Ich war schon auf der richtigen Spur, habe aber gedacht, nee, fährst du mal zurück, fährst du mal Autobahn, guckst mal, wie weit du damit kommst. Muss ich überlegen, warte mal, war das da vorne? Nee, doch. Hier ist das. Gut, dann werde ich jetzt ausladen und dann werde ich mal ein Foto machen davon und dann, doch, geht's weiter zum nächsten Stopp. So, Herrschaften, ich bin jetzt am zweiten Stopp. Und zwar am Flugplatz. Ich musste erstmal klarkommen hier, ey. Das war ja überhaupt nicht durchzusehen, wie ich wohin muss. Aber er hat es mir jetzt erklärt. Ich fahre jetzt erstmal hier einmal ums Haus rum, weil ich schon mal gemacht habe, eine Ehrenrunde. So, da kommt hier links der Automat. Da soll ich raufdrücken, wenn ich da dran komme. Alter. Okay. Ja, ich soll mir eine Karte ziehen hier. Bitte? Ich soll mir hier eine Karte ziehen. Ja, Ticket kommt. Danke. Okay. So, Karte habe ich mir gezogen. Jetzt soll ich irgendwo da parken, wo ich Platz finde, und dann hier rechts, wo die LKW stehen, soll ich hin. Das Problem ist, hier ist alles voll. Das ist scheiße. Ich parke einfach mal hier. So, nochmal zurück. Nicht so leicht mit so einem großen Auto hier. Gut. So, parken. Ja, jetzt muss ich erstmal das Video wieder beenden. Ich darf nicht hier aufnehmen oder sowas groß, denke ich mal, bevor wir Ärger haben. Ne? Sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute, ich bin fertig jetzt. Alter, das ist ein Kuddelmuddel gewesen, ne? Wegen Sicherheit und bla bla bla. Und ich habe ja noch einen vorläufigen Ausweis, weil der Richtige kommt erst noch. Haben sie erst gar nicht da so wirklich reingelassen und naja, hat zum Schluss alles geklappt, ist ja ein anerkanntes Dokument und die Ware, da hätte ich warten müssen, bis die LKWs fertig sind, hat er gesagt, gut, ich mache das, nächstes Mal muss dein Chef aber sagen, so, hey, ich habe immer eigener Chef, dass wir so ein Sonderrechtsdingsbums brauchen dafür, dass sie rauskommen, mich ausladen und, oh,
also so extra Kosten verbunden. Also es ist wirklich nervig, Alter, nervig. Ich werde jetzt rausfahren aus Hamburg und werde Richtung Rostock fahren. Und dann, ja, schaue ich mal, was mich da für Ware erwartet. So, wir haben es jetzt mittlerweile 14.56 Uhr. Also ich bin jetzt schon seit, seit 9 Stunden unterwegs. Ich habe mir alles aufgeschrieben hier auf mein Clipboard, auf Tankrechnung, bla bla bla. Als ich dann aus Hamburg in Rostock angekommen bin, soll ich als allererste zu zum Kunden. Und da bin ich angekommen und habe gesagt, ach bla bla, ne, ich soll was abholen. Und dann blökt er mich da an. Ich sagte gestern doch schon um 15 Uhr. Ich so, davon weiß ich nichts. Mit wem haben sie denn da geredet? Ich so, naja, hier mit der und der Firma. Ich habe es auch ein paar Namen. Einen Namen genannt und gesagt, er soll mal auf dem Teppich bleiben. Sondern er hat gesagt, er ruft er jetzt an. Dann hat sich mein Auftraggeber am Telefon natürlich doof gestellt. So, ist er schon da? Ist ja doof, ja, warten kann er ja auch nicht. Dann habe ich angerufen, ich so, was ist denn jetzt hier nun Phase? Ja, dann fährst du mal jetzt da und da hin, holst du mal was ab. Also bin ich da hingefahren, wieder eine Sache, die nicht abgemacht war. Hab das dann beim Auftraggeber abgegeben. Muss ja so scheiß rauswuchten. Er möchte, dass ich mit einem Gabelstapler fahre. Ich habe so ein Ding noch nicht bedient. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Weil wenn ich den mal abrutsche, zum Beispiel, und mir mit der Gabel ins Auto ramme, wer bezahlt mir dann? Gut, ich habe eine Vollkasko, muss ja nicht sein. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, ey, keine Schulung, aber dann sowas verlangen, weißt du? Das ist so typisch die großen Kurierfirmen, mein Alter. Fickt euch mal alle. So, und dann habe ich gesagt, bin ich in mir gegangen, ich habe jetzt noch ein Achtel Tank ungefähr, gerade noch so, meine Restkilometer sind 92 an Reichweite, aber nur weil ich gerade schleiche und müsste gerade so klappen, das ist Tank alle, 100 Liter Tank hat er gesagt, hat er. Das heißt, ich pulver jetzt 120 Euro rein. Ja, ich habe 120 Euro an Sprit vergeigt. Abgemacht war am Anfang, ich hole Ware ab bei dem einen Punkt. Eventuell komme ich in Rostock nochmal vorbei, lade was auf und fahre nach Hamburg. Und jetzt kommt hier so, fahr dahin. Und der Preis ändert sich nicht. Wenn ich jetzt davon 120 Euro noch abziehe, plus 100 Euro vom Auto hier, und das mal durch die Stunden rechne, dann habe ich 11 Euro. Wenn ich Angestellter wäre, okay. Aber ich habe noch ein paar andere Kosten. Ne? Krankenversicherung, dieses, jenes, bla bla bla. Und vor allem, ich bin zu nichts mehr einsetzbar. Normalerweise fahre ich in 10 Stunden doppelt ein. Auf andere Touren. Im Büro bin ich nicht mehr. Also, ganz ehrlich. Kriegt halt abends von mir eine E-Mail. Ich analysiere die ganze Sache jetzt. Ich werde die Tankzettel alles kopieren. Ich werde ihnen halt aufzeigen. Ne? Ich mache auch mal Fotos, wann ich da war hier von der Anzeige. Wie viele Kilometer ich verballert habe. Also wie viele Meter bin ich jetzt bei 559. Das wären so ungefähr 609 Kilometer, 610 Kilometer. Und er ist bei 15,7 Liter. 100 Kilometer, Alter, gar nicht. Obwohl ich nicht gerast bin, ich bin ganz normal gefahren. So 120 war das Maximum. Oder jetzt hier 80, eigentlich 80. Ja, also wie gesagt, die machen da einen Reibach mit mir. Weil, wenn ich alleine daran denke, ich habe heute in Hamburg einen Kunden beliefert, das gab schon mal Geld. Ich habe einen zweiten Kunden beliefert, das gab Geld. Dann habe ich in Rostock noch was abgeholt, habe dann abgeliefert, das gibt Geld. Und wir wollen sie hier mit einem Scheiß hier abfertigen oder was? Ich kann auch vergessen. Ich habe heute gesagt, so, ja, Tank war auch nicht voll, war bis 3 Viertel voll. Dann mussten 3 Viertel wieder hinstellen.
Ist er bei ihm im Kindergarten oder was? Soll ich das machen? Soll ich mit dem Schlauch mit raussaugen, bis ein Füllung da drin ist? Ist das bescheuert, das ey. Ich tanke den voll und stelle den Fülltank in Rechnung. So einfach ist das. Aber auf jeden Fall will ich eine Antwort auf meine E-Mail haben. Hat man den ganzen Tag Zeit, weil ich werde ohne Zusage nichts fahren. Mein Geld ist genauso nicht drauf, weil es am 15. kein Geld drauf. Das ist direkt mal voll anquatschen können. Naja, überlegt dann, ob ich eine E-Mail mache. Mal fragen, warum mein Geld nicht da ist. Laut unserer Vereinbarung, meiner Auftragsbestätigung steht drin, 14 Tage nach Rechnungslegung. Am Ende des letzten Monats habe ich die Rechnung gelegt, abgegeben. Und heute ist der 15. sind in meinem Kopf 2 Wochen. Ach, nee, also das kotzt mich so an, ey. Ich meine, ich arbeite gerne, ich arbeite auch viel, aber es muss sich einfach lohnen. Das mache ich nicht, das können wir vergessen. Entweder wird richtig bezahlt, also mindestens den Sprit müssen sie mir noch geben. Dann kann ich mit leben. Dann habe ich 22 Euro Stundenlohn. Ist immer noch nicht da, wo ich normalerweise bin. Ich bin bei Sonderfahrten, Bedarfsfahrten bei 30 Euro die Stunde netto und bei festen Touren bei 25 Euro. Und hier bin ich bei 11 Euro. Geht gar nicht. 7 Stunden, 3 Minuten bin ich auf dem Bock. Plus die Zeit überall rumgammeln und warten und Papiere ausfüllen und vor allem diese ganzen Zollgeschichten. Oh, du hast schon vergessen, noch beim Zoll vorbeizufahren. Ich so, nee, hab ich nicht. Ich schalte hier meinen Zettel drauf. Ja, aber haben wir doch gesagt. Ich hab mir gestern viel gesagt. Wir sollten mir alle behalten hier. Ja, die kotzt mich an. Tankreserve, Tankstelle aufsuchen. Geil. Naja, mal gucken, ob ich irgendwo liegen bleibe. Moin. Es ist Dienstag. Es ist jetzt 6:30. Ich habe heute ein bisschen verschlafen, aber ein bisschen. Also sprich, ich bin 15 Minuten zu spät losgefahren. Bin aber auch erst um kurz nach 0 Uhr ins Bett gekommen. Ja, ich habe noch lange an der E-Mail gesessen, die ich einem Auftraggeber geschrieben habe. In Kurzfassung habe ich ein mal vorgerechnet. Und ich bin selber aus allen Wolken gefallen. Ich habe gestern einen Stundenlohn von 6,50 Euro gehabt. Warum? Ganz einfach. Ich habe den Wagen nicht voll übernommen mit dem Tank, sondern es war unter 3/4. Also habe ich den gestern Morgen vollgetankt. Das waren 57 Euro oder sowas. Und dann bin ich ja die Runde gefahren und habe nochmal 110 Euro nachgetankt, nachdem die Runde fertig war. Der Wagen war ja komplett leer. Wenn ich diese beiden Summen gegen meine Einnahmen setze für die Runde, ja, bleibe bei 10,5 Stunden 6,50 Euro übrig. Dementsprechend habe ich namentlich am Anfang mit 4 Futebau geschrieben, aber bin dann schnell wieder runtergekommen, sachlich geworden, habe erklärt, warum, wieso, weshalb. Und jetzt kommt mir die Sonne in der Fresse hier. Das hilft dir ja nicht. So eine Scheiße. Genau da drunter ist die Sonne. Kacke. So. Ach, so geht das. Auf jeden Fall habe ich ihn vorgerechnet und habe ihm mein Angebot gemacht. Und ich bin ja schon mal am 23.03. Nach Hamburg gefahren, habe dort eine gute Summe bekommen und habe gesagt, warum nicht einfach wieder dieselbe Summe? Warum wird eigentlich hier am Preis geschraubt? Ja, das geht ja schon mal ja nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, das Geld brauche ich. Ich habe dann auch noch Gegenvorschläge noch gemacht, oder nicht Gegenvorschläge, ich habe noch weitere Vorschläge gemacht, dass ich mit meinem eigenen Auto die Tour fahre. Weil da ist das B&M-Laden viel, viel einfacher, weil der ist so hoch hier mit seinem Koffer. Und die Seite muss ich dann doch auseinanderbauen, diese komische, ja, das ist so eine Einfalt- oder Einklappseite, da wo man eine Plane freimachen muss. Ach, man weiß nicht, ob genau Arschmühle. Im Gegensatz wollte ich natürlich diesen Wagen dann hier auf die Runde, wo das Auto, was man hier normalerweise fährt.
wenn er nicht will, dann biete ich mir ein. Das ist immer noch günstiger als so zu fahren. Oder er soll halt einen anderen aufsetzen. Ich habe gesagt, er hat bis heute 13 Uhr Zeit, sich dann zu überlegen, weil ich dann planen möchte, dass mich dann einer aus Rostock abholt. Mit der Version, dass Feierabend ist dann endgültig. Oder mit der Version, dass dann Waren von da nicht eingeladen wird, als dass man mit dem Transporter kommt. Oder mit der Version, dass, falls er sagt, Hamburg nicht mehr, aber die andere Tour noch, gleich eine Ware mitbringt, die ich sonst mal fahre. Also er hat jetzt genug Möglichkeiten offen. Er braucht mir auch nicht kommen mit, ich habe die E-Mail nicht gelesen. Ich habe mir ein bisschen getriggert, so dringend, wichtig. Entscheidung ist 13 Uhr Überschrift. Und dann würde er bestimmt denken, oh Gott, der ist heute nicht gefahren. Aber ich fahre trotzdem heute. Ich habe meine Zusage gegeben, also mache ich dann auch, dass ich jetzt ihn nicht sitzen darf. Das macht man nicht. Ja, und wenn er nee sagt, ja, dann ist es so. Dann hat er Pech. Dann muss er gucken, wie er klarkommt. Die ganzen, was mich halt so stört, ist, abgemacht war von Bla nach Hamburg und zum Schluss, ja, fahren wir noch daran, fahren wir noch daran, fahren wir noch daran. Und da hat meine Zeit gefressen. Da habe ich ihn auch geschrieben, für Mitnahmen innerhalb von Rostock 7,50 Euro pro Stopp. Netto ist ein Top-Preis. In Hamburg genauso 7,50 Euro. Und außerhalb von Rostock, Hamburg pro Stopp 15 Euro. Ich habe heute zwei Stopps, einmal in Ludwigslust, einmal in Dömnitz. Da kann er nicht meckern, wenn er von da aus jetzt was abholt und nach Hamburg fährt, kriegt er mindestens 150 Euro netto. Das heißt, er verdient 300 Euro netto für die zwei Stopps. Und davon möchte ich ja nur 10% abhaben. Also ich denke mal nicht, dass das viel ist. Dann habe ich Spritkosten, die Arbeitskosten und die Karre bezahle ich ja ohne. Das soll er sie nicht so haben. Ne? Natürlich kann ich nicht mehr verlangen, weil es ist sein Ding, seine Firma. Und man soll ja nicht zu gierig werden. Ja, dann werde ich mal jetzt, wie gesagt, mich auf den Tag machen. Ich denke mal, hier warten locker wieder 10, 11 Stunden auf mich. Aber was soll's, kann man nicht ändern. Ja, bis später. So, da bin ich wieder. Nach 2 Stunden, die ich nur auf dem Umland oder sagen wir mal, die Dörfer gefahren bin, durch eine Menge Dörfer, bin ich wieder auf der Autobahn. Ich habe beide Kunden gleich gefunden. Hat nicht lange gedauert. Ich glaube, 5 Schnitt, 10 Minuten. Beim letzten waren es. Ja, es war gar nicht lange gedauert. So. Es gibt Neuigkeiten an der Front, Verhandlungen. Ich habe aber jetzt noch nicht gleich ein Video gemacht, weil ich bin, wie gesagt, in der Dorftour war und mein Navi würde sonst mal zwischenblenken oder ich sehe nicht, wann ich abbiegen muss. Er hat geschrieben, dass ob es möglich wäre, dass ich mich dann heute Nachmittag mit ihm unterhalte. Er ist sich sicher, dass beide Parteien zufriedengestellt werden. Das Problem ist, es gibt da eigentlich nicht viel zu verhandeln. Denn ich will das Geld, ich möchte das Geld haben als Pauschale, so wie ich da hingeschrieben habe, weil alles andere rechnet sich nicht. Und diese ganzen extra Sachen, die dann dazukommen, immer spontan, möchte ich halt auch vergütet haben. Ja, sorry, ich bin jetzt schon seit 4 Stunden 15 Minuten unterwegs, 325 Kilometer auf dem Tacho wieder. Mein Spritverbrauch geht diesmal relativ 13,2 Liter. Ich habe noch Restreichweite 371, habe noch mehr als 370, geht also wieder schnell runter. Probiere es heute mit 110 km/h statt 120. Vielleicht sehen, gucken, müsste vielleicht gerade so reichen. Ich habe jetzt noch ca. 80 km vor mir bis Hamburg. Und dort habe ich 1, 2, 3 Stops. Genau, zweimal ausliefern, eine Abholung. Ich fahre dann zurück nach Rostock.
Gott. Mein Mensch. Mit wach. Kaffee ist auch alle leider. Ja, nichts mehr da. Nur noch zweimal hier so eine Strom-Trinks. Star-Trink-Werbung. Hashtag-Werbung. Und ja, dann mal gucken, was er mir da vorschlägt. Ich würde ganz gerne meinen eigenen Auto fahren. Dafür müsste aber dann der Wagen, den ich jetzt habe, auf die Tour, wo mein eigenes Auto fährt. Zum Thema großer Vorpedale-Bordwagen gibt es auch wieder Neuigkeiten. Übrigens, gestern habe ich mit dem TFB gesagt, du wolltest den jetzt hier. Ja, bis zum 23. Geht gar nichts, ab 23. erst. Wir haben uns geeinigt, dass es dann schnell gehen soll mit Gewalt. Er guckt nach am 23. Hat es gemacht, fertig, besorgt einen Teil innerhalb von 2 Tagen. Er baut alles ein. Dann ist der Wagen fahrbereit, hoffe ich. Injektor brauche ich auch. Einer ist kaputt. Plus eine Lichtmaschine. Das ist scheiße. Oder anderser? Nee, Lichtmaschine war es. Das sind schon mal 2 Fakten. Die Faktoren, die sehr teuer werden. Ich denke mal, der Injektor 200 Euro. Die IMA 300 Euro. Dann kommt noch Krümmerdichtung. Ich denke mal, im schlechtesten Fall auch noch neue Bremsen. Guckt es sich aber an, ob sie kaputt gestanden haben. Wenn er angeheizt, er sieht doch, dass ich überhole und kommt trotzdem noch mehr. Fick dich! Wegskommt, Alter. Diese Assis, genau, will ich Obermann zu sagen. Ihr Arschlöcher da draußen. Wenn ihr seht, dass ein anderer Wagen überholt auf der Autobahn, am Überholen ist und schon in der Mitte der Straße, fuck you, in der Mitte der Straße steht, ne, dann kommt nicht angebreddert, sondern bremst ab. Was glaubt ihr denn, dass wir jetzt uns in Luft auflösen und ihr da durch uns durchfahren könnt oder was? Nee, da musst du wieder zurück auf die rechte Seite mit Krawall. Oder hier habe ich gerade die Sache mit dem LKW auf die Auffahrt drauf. Dann fahrt nach links, verdammte Scheiße, damit die rauf können. Und nicht, dass wir dann da an der Auffahrt irgendwo schon über den Streifen fahren, weil wir nicht rauf können. Also manchmal, ne, gestern habe ich gar nicht erzählt, da war so eine Aktion, ich will von der Autobahn runterfahren. Und Blinker, ne, fahr rüber und plötzlich schießt einer rechts an mir vorbei noch. Da habe ich natürlich so gemacht, ob er nicht ganz dicht ist, hat er auch so gemacht, hat der Rückspiegel, also habe ich ja dann gesehen, dass er gemacht hat. Dann habe ich einen dicken Finger gezeigt, ne, fuck you, bla, hat er mir auch einen gezeigt. Und dann habe ich, so gezeigt, ne, und vorne war ja gleich die nächste Ampel. Ich halte an. Steig aus, hast du zu der dummen Sau hin, ne? Und was macht der Penner, Alter? Fängt an zu beschleunigen, fährt aus der Schlange raus, fährt bei Rot rüber und verpisst sich. Dumme, feige Sau, Alter. Den hätte ich an den geklebt. Das ist Fakt. Da hätte es nicht mal passieren können. Ich hätte mich jetzt zwischen Leiblang und mir einquetschen können, beide Auswärmen beschädigt. Ich hätte mich erschrecken können, hätte allerdings ausweichen können, hätte vielleicht den nächsten, der raufgefahren wäre und nur so eine Sachen. Und nur weil ihr so ein zu tut, Alter, ihr Affen. Reißt euch mal zusammen hier. Naja, Karma ist ein Bitch, ne? Ich würde sowieso irgendwann dann alle erwischen. Wenn ihr meint, ihr müsst rasen und heizen, was Dummes, ey. Ich könnte auf der Rallye-Strecke machen. Ich könnte zum Nürburgring fahren oder sowas. Ja, und das, seht ihr? Jetzt habe ich nämlich das. Jetzt kommt ein LKW auf die Auffahrt drauf. Ich bin ganz links auf der Überholspur. Der LKW in der Mitte hat geblinkt. Ich habe angehalten, der konnte rüber, der nächste konnte dann rauffahren. So einfach ist das. Wo ist das scheiß Problem? Einfach mal alle zusammenarbeiten, verdammte Scheiße. Immerhin sind wir Kraftfahrer, die Leute, die euch das Fressen in die Supermärkte bringen und die Klamotten in die Läden bringen. Ihr Arschgeigen, Alter. Ohne uns würde gar nichts funktionieren. Habe ich aber schon immer gesagt und will ich immer sagen. Die wichtigste, einer der wichtigsten Punkte. Naja, man kann auch sagen, die wichtigste, ich weiß es nicht. Es ist ja egal, ob jetzt was hergestellt wird, oder ein Herz von A nach B muss für einen anderen Patienten. Es muss alles gefahren werden. Ne? Egal ob Klamotten, ob Zahnstocher oder sonst irgendwas. Produziert wird es am Standort. Und die Scheiße muss man auch von A nach B gefahren werden. Dafür sind wir LKW-Kraftfahrer und sonst irgendwas da. Also habt mal ein bisschen Mitgefühl und macht hier nicht einen auf
Heckmeck, wenn wir dann da, keine Ahnung, die Straßen ein bisschen verstopfen, weil wir, keine Ahnung, halt nicht mit 150 durch die Gegend fahren. Aber dann werdet ihr wohl nie raffen, ihr Affen. Ja, nie raffen, ihr Affen. Geil. So, bis später. So, jetzt bin ich am ersten Punkt fertig gewesen. Alter, ich habe fucking 48 Minuten für 22 Kilometer gebraucht. Ne? So, und jetzt fahren wir zu einem riesen Umschlagsplatz. Mal gucken. Ah, da rechts ist es. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Ah, scheiße, hier kann man ja gar nicht. Naja, dann fahre ich hier rum. Also wie gesagt, rechts das Gebäude, das ist alles eine Riesenhalle, wo Ware aufbewahrt wird, zwischengelagert, umgelagert. Also heftig, richtig heftig, ey. So, hier darf ich eigentlich nicht reinfahren, aber ich gönn's mir jetzt einfach mal. Ups, aus Versehen, so. Und dann ist mal die geile Sache, wo muss ich denn hin? Ja, hier gibt's so viele Tore, hier Tor 35, 36, 36 Tore gibt's hier. Aber ich war ja schon mal hier, ich werde einfach wieder da hinfahren, wo ich letztes war. Wird schon richtig sein. Einfach mal jetzt hier ran. So, Kamera muss jetzt aber aus. So, da bin ich wieder. Bin jetzt raus aus Hamburg, bin auf der Autobahn schon Richtung Rostock. 630 Kilometer habe ich auf dem Tacho mittlerweile. Ich habe halt halb drei. Nochmal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Naja, 8,5 Stunden schon. So, ein letztes Mal für heute läuft das Video. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause oder fast zu Hause. Die Verhandlungen liefen doch ganz gut. Ich habe nicht komplett das bekommen, was ich wollte. Aber damit habe ich schon gerechnet. Jetzt bin ich ein bisschen höher näher. Und das, was jetzt rausgekommen ist, bin ich völlig zufrieden mit. Jetzt habe ich natürlich eine Nervenfrau, ob es rückwirkend ist, aber ich mache es einfach rückwirkend, da diskutiere ich gar nicht. Da kommt auf die Rechnung rauf, gestern und heute. Ich kriege auch für die Extra-Stops Geld. Nicht viel. Ja, das ist nicht viel. Passt schon. Ein Fünfer innerhalb von Hamburg, ein Fünfer innerhalb von Rostock, ein Zehner außerhalb. Und da kann man beim besten Willen nicht meckern. Man muss ja auch den Vorteil sehen, man hat einen festen Auftrag mit einer großen Firma. Die sind ja weltweit und haben sich eigentlich nur auf Import-Export spezialisiert, aber machen, weil die Kunden das gerne hätten, auch noch diesen Dienst, dass sie die Scheiße auch noch von A nach B fahren. Kann ich mal diesen Trigger mal holen hier? So, und das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, ich habe auch mit den Auto geklärt, ich kann diesen Wagen überall einsetzen. Ich kann mit meinem eigenen nach Hamburg fahren, kann gehen, egal wo einsetzen. Und ja, will ich mehr. Sicherung bezahlen die, Steuern bezahlen die, ich zahle für Sprit. Also habe ich, wie gesehen, ein Auto jetzt mehr in der Flotte. Ich mache jetzt Feierabend. Heute Morgen geht's wieder los, früh. Ich hab morgen nicht so viel. Da muss ich eigentlich nur in Hamburg rein. Drei kleine Stops. Und dann ist Feierabend. Das heißt, morgen werde ich früher zu Hause sein. Gott sei Dank. Zeit wurde auch. Schönen guten Morgen. Es ist Mittwoch. Es ist 5.09 Uhr. Ich bin unterwegs. Wie immer nach Hamburg. Der Tag fängt so scheiße an, dass ich schon wieder mit dem richtigen Hals jetzt auf Arbeit fahre. Und zwar ruft mich um 3:30 mein Auftraggeber an von der Bäckerei und fragt, wo bleibt denn dein Fahrer? Und da habe ich schon wieder keinen Bock gehabt. Mann, schon wieder verpennt. Wir haben versucht, ihn anzurufen. Keine Chance. Das Handy
könnte, müssen wir ja da lang zeigen. So, genau. Ja, jetzt musste Claudi los. Zum Glück ist noch Vanessa da wegen den Kindern morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 5 Uhr. Die Stadt, die Welt, naja, sie erwacht so langsam. Ich bin nicht gut gelaunt, denn um 3:30 morgens ruft mich die Bäckerei an und fragt, wo ist mein Fahrer? Ja, wo ist mein Fahrer? Irgendwo im Bett. Wir haben ihn nicht erreicht bekommen, wir kriegen ihn nicht wach. Claudi musste jetzt los, zum Glück ist Vanessa da. Ich will den Kindern morgen früh zum Kindergarten bringen und alles. Aber so kann das nicht weitergehen. Ja, ich weiß, jetzt seht ihr hier ein Schild. Jede Sau weiß doch sowieso schon, dass ich von der Insel komme. Daher juckt mich dann auch nicht jetzt. So kann man keine Firma führen. Und gerade jetzt nach der Insolvenz, wo alles super läuft seit dem 1.3., wo keine Probleme gibt, wo die Auftragslage explodiert und so weiter, muss wieder etwas dazwischen kommen. Diesmal ist es wieder ein Fahrer. Ich weiß nicht, was soll ich sagen, verdammte Scheiße? Ich bin in den letzten 48 Stunden davon 23 auf den Bock gewesen. Ich bin um 11:30 gestern Nacht ins Bett gekommen, dachte, juhu, ich kann mal 6 Stunden schlafen. Pustekuchen. Ich bin also so gesehen auf 11:30, 1, 2, 3, 4, auf 4 Stunden Schlaf gekommen. Es wird von Tag zu Tag immer weniger. Junge, ey, da kotzt mich richtig an, ey. Zum Glück habe ich heute nicht so viel in Hamburg, da sind bloß 3 Stops. Das freut mich, mit ein bisschen Glück müsste ich vielleicht ja schon 14 Uhr wieder zurück sein. Aber ja, ich bin heute sehr eine Stunde früher losgefahren, weil ja, schlafen konnte ich sowieso nicht mehr nach der Scheiße da. Das ist ja ein Problem, das ist ja in mir so verankert, dass ich nicht mehr pennen kann, wenn ich mit so einer Scheißnachricht geweckt werde. Und durch so einen Dreck bin ich krank geworden mit dem Burnout. Alles ist tippitoppi, ich gebe mir Mühe, dass das klappt. Ich muss meinen Auftraggebern leider, oder meinen ehemaligen Auftraggeber, hinterherrennen wegen der Knete. Ich hoffe, dass er heute nicht drauf ist. Ständig dieselbe Scheiße. Man reißt sich den Arsch auf, aber bezahlen tun sie alle so gut wie nie pünktlich. Man ist bei euch kaputt, verdammte Kacke, Alter. Wenn wir aber nicht kommen, dann heult uns die Ohren voll. Bezahlt uns pünktlich und richtig. Und dann kann man auch darüber reden, dass man sich dann vielleicht auch mal ja, beugt und sagt, Entschuldigung, dass mein Fahrer verschlafen hat. So hat er jetzt gar nichts von mir gehört, außer echt jetzt, Mann, ey. Ja, naja, wie gesagt, ich gehe jetzt nach Hamburg. Der Tag ist schon mal scheiße gestartet. Ich hoffe, der wird besser. Schönen guten Morgen. Wir haben jetzt heute schon Donnerstag. Es ist 5.32 Uhr, bin seit 4.45 Uhr unterwegs, also noch früher als gestern. Hat sich ein bisschen was getan, gestern war noch nerviger Tag. Fange ich am besten an. Erstmal 13 Stunden wieder unterwegs gewesen. Ja, kann man nicht ändern. Der Fahrer, der verpennt hat, weiß ich nicht, ob er jetzt wirklich verpennt war. Ich werde auch dazu nichts weiter sagen mehr. Der kommt nicht mehr. Der fängt woanders an. Wir haben noch mal kurz miteinander geredet. Dann kam raus, woran es wirklich liegt. Das Thema hatten wir damals, habe ich gesagt, wenn, melde dich, dann bin ich nicht der Letzte, der nee sagt. Aber er hat sich nicht gemeldet und nun habe ich, nun ist es so, jetzt ist er weg und gut ist. So, Hamburg werde ich noch heute fahren. Nächste Woche werde ich keine Vertretung mehr fahren, weil einmal ist es einfach mir zu viel, ich komme zu nichts mehr, büromäßig oder so. Und bevor ich wieder einen Stapel Papiere anarbeite oder ansammle, ziehe ich die Reißleine. Und zum Zweiten, da jetzt der Fahrer weg ist, muss Claudi erstmal noch mit rein da. Und wir haben ja auch noch die kleinen Kinders. Und die können wir nicht allein lassen, so wie das passieren würde, wenn ich und sie unterwegs sind. Vanessa ist ja zwar da, aber die muss ja auch zur Lehre.
Das war ja gestern so die Problematik. Wir haben es aber noch geschafft, pünktlich hinzubringen. Weil er nicht gekommen ist, musste sie ja raus, ich musste los nach Hamburg, sie musste die Tour fahren. Und Gott sei Dank hatte Vanessa erst zu 10 Uhr Schichtbeginn. Und das kann nicht sein, das ist ein No-Go, Alter, das ist eine Lehre. Man nicht zur Arbeit kommt oder später zur Arbeit kommt und dennoch wegen sowas. Aber da hat er halt nicht nachgedacht. Ne? Schade. Das. Naja, ich bin nur ein bisschen enttäuscht drüber, weil ich dachte eigentlich, wir sind ein cooles Team. Er hatte wohl gedacht, ich habe vorhin zu kündigen, weil ich ihn gefragt habe, ob er noch Bock hat zu arbeiten letztens. Weil, naja, ihr habt das selber mitbekommen, so mit einigen Fahrern, das ist immer so eine Sache, die werden plötzlich komisch und dann ahne ich schon. Ja, und dann habe ich gedacht, bei Ihnen auch, und ich bin nur ein offener Mensch, habe gefragt, hast du noch Bock zu arbeiten? Und das hat er halt so interpretiert, dass es eventuell dazu kommt, dass ich ihn kündigen will, was aber nie meine Absicht war, weil, wie gesagt, wir haben uns gut verstanden. Deswegen habe ich auch den Aufhebungsvertrag zugestimmt. Er hatte gemeint, er entscheidet sich für einen Aufhebungsvertrag. Da gehören mal zwei Parteien zu, aber da ich möglichst immer friedlich mit den Leuten auseinandergehen will, weil ihr kennt das doch selber. Wenn man sich trennt, ist der Chef der letzte Arsch, der Angestellte ist der letzte Arsch und sowas, brauche ich nicht so. Nee, muss nicht sein. Weißt du, man sieht sich immer zweimal im Leben und dann muss man sich nicht gehen, wenn man sich sieht, dann so angucken, als wenn man sich abgrundtief hasst gegenseitig. Also ich habe keine, sind wir so, ich bin, klar habe ich angefressen über die Aktion, weil ich halt nicht zuordnen kann, ob er nun wirklich verpennt hat oder ob er einfach schon für sich da gesagt hatte, oh, ich fange ja woanders an, ist mir alles scheißegal. Kann ich nicht zuordnen. Davor hätte ich gesagt, nö, traue ich nicht zu. Jetzt bin ich gespalten mit meiner Meinung. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wie gesagt, genug für Thema jetzt. Ne? Die Sache ist durch. Hamburg, wie gesagt, fahre ich nur heute. Gerade am grünen Donnerstag ist ja traditionell der Tag, wo alle sich dann Richtung Urlaubsziele verpissen. Und ja, ganz toll, das wird bestimmt richtig lustig auf der Heimfahrt dann, auf der Autobahn oder allgemein in Hamburg, da kriege ich jetzt schon nicht Würgen. Aber auch den Tag kriegen wir rum. Ich bin halt bloß tierisch übermüdet. Und wenn ich jetzt mal so gucke, auf meine Anzeige hier, wartet mal. So, seit Montag 6 Uhr bin ich 28 Stunden 36 Minuten gefahren und habe 2074 Kilometer runtergeprügelt. Dazu kommt aber auch noch die B-Ladezeit, Entladezeit, im Büro steht Zeit hier, wenn der Zoll mit abarbeiten muss. Also ich sag mal grob 35 Stunden. Ungefähr seit Montag 6 Uhr. Wir haben es jetzt 5:30 am Donnerstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und bis Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind dann 60 Stunden. Davon über die Hälfte unterwegs gewesen. Ja, das reicht gar nicht. Das reicht gar nicht. Warte mal. Ich glaube, am ersten Tag hatte ich 10,25 Stunden. Am zweiten waren es 12,5, nee, mehr. 13 Stunden war es. Und gestern waren es auch nochmal, oder hat einer eine Panne, der hatte Schaden für ihn. Und gestern waren es, was war das? 5:30 los. 5:45 los und abends um, ach, keine, ich sag mal 12 Stunden. So, das sind 25, ja doch 35, doch kommt hin, 35 Stunden. Ich bin eigentlich gewöhnt, das ist nichts anderes wie die Bayreuth-Tour damals gewesen. Jeden Tag 1000 Kilometer, aber da hast du halt ausgeladen und bist losgefahren wieder. Da liegt aber noch einen alten Fiat Ducato Saugdiesel, der in den bayerischen Autobahnberg nicht vorangekommen ist. Im vierten Gang volle Pulle.
und die LKWs sind dann vorbeigeheizt. Fand ich sehr lustig. Ich habe viele LKW-Fahrer gesehen, die sich köstlich amüsiert haben. Weil ich habe halt eine Tonne Briefe drin gehabt und das war einfach zu viel für die arme Sau. Ja, und auf jeden Fall, ich bin zur Arbeit nicht so schade, aber das ist einfach zu fett. Alleine schon, weil ich noch das Büro habe und alles drum und dran. Weil jetzt in Hamburg weg ist, sagen wir mal so. Ich habe es ja gesagt gestern zu den Auftraggebern, Leute, sorry, geht nicht. Ein Mann ist weg, ich muss mich jetzt um die Haupteinnahmequellen kümmern. Habe ich heute früh noch einen anderen Auftraggeber angerufen, habe die kurz verklickert, pass auf, eine Tour muss abgeben. Ich brauche, oder ich möchte gerne eine andere von euch noch eine weitere haben, damit ich dann auffangen kann, was eingeplant war. Ja, sagt er, kein Problem, machen wir. Na, also daher, ich habe schon coole Auftraggeber auf jeden Fall, mit denen ich sehr gut reden kann. Die haben gesagt, ja, das mit den Fahrern kennen wir. Ne? Es ist so ein richtiger kleiner Krieg, Alter. Mann. Wenn ich jetzt mit Auftraggebern über Fahrer spreche, dann wird nur gehetzt. Ne? Faule Schweine und bla bla bla, Ausreden und Verlogen. Ne? Und wenn ich mit Angestellten rede über andere Firmen, hört man dasselbe. Aber ich verstehe das nicht, man. Kann man nicht einfach miteinander normal umgehen? Naja, wie auch immer. Wichtig ist Kommunikation. Wenn ihr untereinander nicht redet, wird sich nichts ändern. Das ist Punkt. Das ist Fakt und Punkt. So. Na, mit mir kann man auf jeden Fall reden. Man muss bloß halt wirklich mal einen Arsch in der Hose haben und warten, um zu reden. Warum sollte man nicht? Weißt du, ich weiß es nicht, Alter. Und ich bin jetzt kein bisschen besser, nur weil ich ein Arbeitgeber bin. Da steh ich mit, so gesehen, also nicht drüber, aber ich sag ja, so und so ist das, fertig, ich bin der Chef, Ende. Aber man kann ja trotzdem miteinander quasseln und ich bin ja auch zu allen Sachen bereit. Zum Beispiel der Fahrer, der es verlassen hat, ich habe damals ja, sag ich wohl, Mietwagen, meinte er so, nee, brauchst du nicht, das Geld können wir uns noch sparen, wir fahren den kleineren hoch. Fand ich mega geil von ihm, ne? Da habe ich gesagt, na gut, wenn du sagst, kein Problem. Und haben auch vier Privaten dann gequasselt. Hier ist wieder beim Thema Fahrer. Aber nur um euch mal zu zeigen, was da draußen Chef ist, seht mal eure Angestellten nicht als Nummern an, sondern das sind auch Menschen, leben und leben lassen. So, ich werde mich jetzt, wie gesagt, erstmal Richtung Dassow bewegen. Da muss ich jetzt 700 Kilo einladen. Die nehme ich mit nach Hamburg. Und dann ist hier auch wieder Stress angesagt. Naja, bestimmt. So, jetzt haben wir mittlerweile 8 Uhr. Ich war jetzt beim allerersten Stopp in Dassow. Da warteten auf mich 6 große Paletten, die ich mir ins Auto kriege. Da habe ich da angerufen, weil der Auftraggeber natürlich sauer war. Also der uns abholen sollte. Weil der hat 6 Paletten angemeldet. Und ja, da ich ja allen möglichen Scheiß hinten noch drin habe, weil ich noch fahren soll, ne? Passt nicht. Da habe ich ihn angerufen und gesagt, ja, hier, ne, Auftraggeber ist sauer, passt nicht alles rein. Ja, dann macht doch die Ware auf die andere Ware. Ich sage, nein, das geht nicht, weil die würde A, zu schwer sein und B, dürfen die dann aus versicherungstechnischen Gründen nicht mit dem Stapler anfassen, weil wenn man kaputt ist, kriegen die den Ärger. Und was soll ich jetzt sagen? So, dann habe ich gedacht, na Gott sei Dank, ich brauch's nicht fahren. Und jetzt hat er gesagt, ja, so, dann fahr ich nach Hamburg, fahr erstmal alles weg, komm dann nochmal nach Dassow und fahr von Dassow nochmal nach Hamburg. Das heißt, es sind 90, 89, 27, 36, 360 Kilometer mehr, die ich heute noch fahren muss. Also komme ich heute vielleicht nur auf 850, 950 Kilometer. Mein Sprit wird nicht reichen, das heißt, ich muss wieder direkt bar bezahlen, noch mehr Geld, was dann immer flöten geht. Ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich sage, weißt du, was fick dich, Alter, ich komme jetzt zurück, ich stelle den Wagen hin, fahre den Scheiß selber weg. Aber ich mache es einfach nicht. Ich bin halt bissig und ich will das machen und schaffen und wenn ich eine Zusage gebe, dann ziehe ich das durch.
Aber jetzt ist Fakt, ich fahre diese Runde auch nach den 14 Tagen. Also feier heute letztes Mal. Nächste Woche habe ich eigentlich gecancelt. Aber danach fahre ich es auch nicht mehr. Weil Abmachungen nie eingehalten werden. Das ist immer noch irgendwas anderes dann. Das sind diese typischen Chefs. Die sitzen dann im Büro, haben von Tut und Blasen keine Ahnung, was die Straße los ist. Aber wissen ja, was drin passt und alles, dies, das, jenes. Und sagen einfach mal, ja, fährst du nochmal ran. Nee. Wird so tot sein heute Abend. Ich denke mal, ich werde gegen 8 Uhr zu Hause sein abends. Das heißt, ich komme dann auf 12, 13, 14, 15 Stunden. Also nochmal neu heute. Also nochmal die Zacken schärfer. Ich meine, irgendwo reicht so einfach. Und dann ist doch nicht normal. So wird es morgen Feiertag. Naja, bringt alle Teuen und Mecker nichts. Da müssen wir jetzt durch. Ne? Und dann ziehen auch noch durch. Ich habe schon ganz andere Sachen hinter mir. So, jetzt hat es mich doch erwischt. Ach, Scheißendreck, ey. Stau. Kreuz Lübeck. Dabei lief es so gut. Wir haben es jetzt 11.11 Uhr, genau. Schnapszahl. Ich bin fertig mit Hamburg bei der ersten Runde. Würde jetzt zurück nach Dassow aufladen. Wieder nach Hamburg, aber naja. Hätte ja klappen können, wa? Scheiße. So viel zum grünen Donnerstag. Den alljährlichen Scheiß, dass die Straßen verstopft sind. Ja gut, ist normal, ne? 4 freie Tage stehen jetzt an. Das nutzen viele, um mal eine Verwandtschaft zu besuchen oder mal Kurzurlaub zu machen. Naja, was soll's. So, und schon wieder bin ich im Stau, ey. Ich könnte so abkotzen, ey. Auf jeden Fall, ich war jetzt das zweite Mal in Hamburg, habe jetzt Auto leer, mache mir jetzt auf den Weg at home. Und da kann auch kommen, was will. Ist mir scheißegal, wenn er jetzt dann noch mit irgendeiner Mitnahme irgendwo kommt, weit auf dem Weg liegt, ist nicht. Ich habe jetzt erstmal, ja, ich vermute mal 5 bis 10 Kilometer Stau. Wir haben es jetzt 15.08 Uhr. 18, 19, ich denke mal 19 Uhr bin ich dann zu Hause und dann waren es heute 14 Stunden. Moinsen, heute ist Freitag, Karfreitag, Feiertag, aber ich fahre trotzdem auf Tour. Oh, hier ist ein Blitzer. Hier diese komischen Anhänger-Blitzer-Dinger da, die Schweine, Alter. Ja, wir haben es 5 nach 10. Ich habe nicht große Tour. Ich war jetzt bloß ausnahmsweise für die Bäckerei eine Filiale an oder Leergut ab. Gestern war ich um 10 Uhr im Bett. Ich war total fix und fertig. Und heute Morgen wurde ich dann geweckt von meiner Tochter, die mich mit irgendeinem Kamm gekappt hat. Und naja, dann streichel hier und kitzeln da. Und dann war die Nacht auch schon gelaufen. Ja. Was wollte ich sagen eigentlich? Immer wollte ich sagen, was wichtig ist. Aber wichtig? Kein Plan. Mal gucken, vielleicht fange ich, wenn auch verspätet, mit Anno 1800 an. Das wollte ich ja eigentlich zum Release spielen, aber ging ja nicht, musste ja so viel arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Es ist sonnig, schön. Jetzt sind erstmal, naja, 4 Tage frei kann ich auch nicht sagen. Ne? Ich muss jetzt jeden Tag hoch Sonntag dahin und den abholen. Aber dann ist, keine Ahnung, halbe Stunde hinfahren, halbe Stunde zurückfahren, halbe Stunde aufladen. Das ist schnell gemacht. Und wir müssen nicht früh morgens dahin, sondern das reicht, wenn wir eigentlich zu Feiertagen 13, 14 Uhr aufkreuzen da. Und an den anderen Tagen 11. Also da ist keine wirklich feste Zeit. Aber da ich sowieso schon wach war vorhin, Kaffee getrunken, habe ich mir ein paar Kippen gestopft und habe gedacht, scheiß drauf, los jetzt. Ja, dann werden wir mal jetzt
das machen und dann weg nach Hause komme. Ja, ich habe gar keinen Plan. Ich weiß mit so viel Freizeit gar nichts anzufangen gerade. Ich denke mal, ich werde noch Videos schneiden von Staffel 18. Und 19 muss ich ja auch noch machen, da habe ich auch noch nicht angefangen. Ach so, jetzt fällt mir was ein. Und zwar bin ich ja nun 2900 Kilometer fast Automatikfahrzeug gefahren. Und gestern habe ich mich von meinem Fahrer abholen lassen mit meinem, hier mit dem Ford, den ich gerade fahre. Und ich habe ständig vergessen zu schalten. Ich habe die Kupplung nicht gedrückt beim Bremsen, dann hing er da. Ja, und gerade vorhin eben schon wieder, ne, an der Kreuzung, an der Ampel, wollte ich anhalten, vergessen, die Kupplung zu drücken. Dann fing er auch wieder an, sich zu schütteln. Das ist erstmal eine krasse Ungewöhnung wieder. Aber, naja, krieg ich hin. Wer wohl lacht. Ich stehe gerade hier vor der Totaltankstelle und beobachte, wie sich die Preise gerade verändern. Eine absolute Frechheit. Diesel 1,38 Euro, normale Benzin 1,58 Euro. Ja, kaum sind die Urlauber hier, weil ich fahre jetzt gerade hier ein paar Schleichwege durch Bergen, weil ja, alles verstopft ist. Die Urlauber sind da, es geht los. Der erste kleine Vorgeschmack auf den Sommer kommt. Das wird wieder ein richtiger Spaß, Alter, wenn ich daran denke, wie die Straßen wieder verstopft sein werden. Oh fuck, ey. Naja, kann man nicht ändern. Zum Glück kann ich ein paar Wege, was die Urlauber nicht kennen, viel zu umfahren. Aber das mit der Tankstelle hier, dann ist so richtig, richtig typisch, wieder Geld abzocken, Alter. Oh, Urlauber sind da, jetzt müssen wir die Preise anheben. 1,38 Euro, Alter, das sind 18 Cent, naja, 20, also 18 bis 20 Cent mehr, weil ich sonst zahle. Richtige Frechheit ist das, ey. Aber naja, kannst ja nichts gegen machen, außer boykottieren und sagen, ich tanke nicht mehr, aber das ist bei mir ein bisschen schwer. Hallo! Na los, dreht euch weiter wie die Affen hier. Und nebenbei, es ist Freitag, nee, Samstag ist heute, 11.41 Uhr, wir waren gerade wieder die Filiale leer machen. Marvin! Die Jungs haben mir dabei geholfen. Und da geht es die ganze Zeit. Ich muss mal auch wieder mitmachen. Yeah. Hey, die sind toll. Das sieht aus. Naja. So, jetzt reicht. Wie gesagt, wir waren jetzt wieder arbeiten kurz. Die Jungs haben mir geholfen. Ich habe das Zeug ins Auto gebracht. Wir haben es sortiert und gestapelt. So relativ. Ja, es ist ein saugeiles Wetter. Und. Machen wir eine Hand. Ja, das war doch schon eigentlich. Mehr wird halt nicht passieren. Sorry, Papa. Wetter ein bisschen zocken vielleicht. Und das war's dann. Alles, was macht ihr denn da? Macht uns. Ja, sowas klappt das, ey. Guckt euch gerne dabei zu, ja? Ja. Ja. Ihr werdet solche Art Menschen sein, die später im Schlafzimmer großen Spiegel über Bett haben. Aua! Habt ihr davon. Schluss jetzt! Nein!